Oh, wow, oh, wow, wow, wow! Stopp! Was für ein Standbild, ja? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge Feuer im Stu. Heute gönnen wir uns die neue Chun-Li-Single, die nennt sich Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal Chun-Li vor 5 Monaten oder so angeguckt. Damit habe ich sehr gefeiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich verbessert hat. Meine Community-Frage an euch ist: Was ist eurer Meinung nach die beste deutsche Newcomerin aktuell so im Deutschrap-Bereich? Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich mega interessieren. Kommt auch bald ein Video dazu, deswegen gebt mir nochmal euren Input. Außerdem, wenn euch die Reaction gefällt, überlegt doch, ob ihr ein Abo da lasst. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, da könnt ihr mir nämlich jederzeit alle eure Newcomer schicken, Songs von euch oder euren Homies. Ich sammle gerade alle Songs zusammen, die wir uns dann am 8.3. im ersten Twitch-Livestream zusammen anhören werden und zusammen bewerten werden, ob wir die geil finden und wir nicht geil finden. Das heißt, wenn ihr da dabei sein möchtet, schickt mir nochmal eure Songs. Und ich würde sagen, jetzt lasst uns nicht lange reden. Chun-Li mit ihrem Song. Let's get it. Okay, süß. Sondern es ist. Ich finde die Beat schon mal sehr, sehr nice. Er geht auf jeden Fall gut nach vorne. Man hat auf jeden Fall Bock auf den Song und so. Und ich mag auch ihre Attitude. Wobei ich glaube, ich auch damals schon gesagt habe, dass ich ihre Attitude nice finde. So finde ich auch. Ist leider so, dass irgendwie gefühlt Frauen irgendwie viel mehr diese Attitude rüberbringen müssen als Männer. Weiß ich auch nicht. Obwohl es viel weniger Frauen-Rapperinnen gibt als Männer-Rapper. Versteht man das? Ja, aber irgendwie. Also ich habe das Gefühl, Frauen müssen sich immer doppelt und dreifach beweisen. So. Zwei blaue Haken antworten. Stell auf Mute, hör nicht zu, hör nur. Labels von trockenen Tinte auf Verträgen, die mir nichts bringen. Mach drauf Babbage, mach drauf singen. Business ist fake, im Rücken die Klingen. Wo führt das hin? Oh, der Beat ist auch so ein bisschen so schräg. Ja, also so diese Bim, 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 Bim. Ist irgendwie auch nicht ganz so auf einer Tonlage. Gott, ich habe auch gar keine Ahnung von Tonlage. Ich weiß gar nicht, was ich rede. Einfach. Aber ihr wisst doch, was ich meine. So, ich muss ja jetzt hier kein Musikgenie sein dafür. Frankfurt ist immer noch Attitude. Boss Bitch wie bei Sailor Moon. Hab kein Boss Bitch, muss es selber tun. Ich kenn diese Blicke, seitdem sie mich klicken. Ich höre, die Attitude, die macht den Song auf jeden Fall nochmal viel, viel härter. So. Sein hinterm Rücken. Sie wollen in die Clique, aber. Typen schauen mir auf den machen Auge in den DMs, aber zwei blaue Haken antworten still auf Mute, hör nicht zu, hör nur fragen nach Feature, Deutschrap ist Kika. Oh, wow, oh, wow, wow, wow. Stopp. Was für ein Standbild, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber Big Shoutouts auf jeden Fall an Chun-Li. Super korrekte Frau auf jeden Fall. Hab mir damals auch Props gegeben. Als ich damals vor 5 Monaten mit irgendwie, ich weiß gar nicht, vielleicht 1000 Abonnenten maximal, wirklich eher weniger, auf ihr Song reagiert hat, direkt repostet und so. Deswegen Grüße gehen nochmal raus. Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr ready für neuen Scheiß. Ich bin auch sehr, sehr ready für ein Album. Mika, sorry, ey, du passt dich in meine Vita. Ihr habt mich drauf so wie eine Margarita. Ich hab einen Lauf, anderes Kaliber. Big Dreams, Big Spend. Ich weiß, super simpel, aber ich meine, ihr habt nichts drauf wie eine Margarita, so. Weiß nicht, ich find's lustig, so. Spender, nur mein Kontostand hat sich verändert. Will die Big Racks, nur die Big Racks, will die Big Bags, so wie Center. Ich kenn diese Blicke, seitdem sie mich klicken. Hör sie lästern hinterm Rücken. Sie wollen in die Clique, aber. Typen schauen mir auf den. Machen Auge in den DMs, aber zwei blau. Ich muss auch sagen, Video finde ich auch sehr, sehr nice. Macht auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen. Trägt den Mut von dem Song auf jeden Fall weiter. So auch diese Attitude im Video und auch so diese Sachen, die so eingestreut werden und so. Sieht alles sehr, sehr nice aus. Man kann eigentlich nicht haten, so finde ich, aufs Gesamtprodukt so. Blaue Haken antworten. Stell auf Mute, hör nicht zu. Die ist richtig nasty.
Trap Queen und Fashion Killer Chun-Li, Baba Song. Mir hat der Song sehr, sehr gut gefallen. Was sagt ihr zu dem Song? Was sagt ihr zu den Visuals? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Beantwortet auch bitte die Frage vom Anfang, denn da kommt bald ein Video dazu. Welche sind die besten deutschen Newcomerinnen, die man unbedingt gehört haben muss, die man vielleicht noch nicht so kennt? Genau. Ansonsten sehen wir uns am 8.3. im Livestream und auch bald wieder für eine andere Reaction hier. Haut rein. Bow! Ciao.